Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Bioshock 2. Zur ersten Hälfte dieser Folge, denn ich werde mittendrin wahrscheinlich einen Cut machen, denn ich will einfach nur wieder speichern können. Von daher, ich würde sagen, wir reden mal mit Eleanor Lamp und gucken mal, was passiert. BZW, gib mir den Big Sister Anzug. Jetzt tue ich das gleiche für alle anderen. Angefangen bei der hier. Wir haben es geschafft, Vater. Bald bin ich da. Bei diesen Anzügen musste ich immer an dich denken, Vater. Ich sehe dich wohl immer noch als Retter in glänzender Rüstung. Aber jetzt werde ich für dich kämpfen. Okay, mega cool. Wieder vereint und maximale Plasmid-Slots. Alter. Zwei Sachen. Erstens, wie... Vlasid oder schieß mich tot, ist sie denn gerade angekommen? Also so, ja, hier, hallo, guck mich mal an, so Motto, so vom Blick her, also von der Bewegung her. Und zweitens, what the hell? Nimm dieses Plasmid. Damit kannst du mich in einem Kampf an deine Seite rufen. Okay. Neues Plasmid, Eleanor rufen. Okay, wir haben einen Slot. Nein! Nein! Die Big Sister, damit sie an ihrer Seite kämpft. Ah, eine Achtung, Big Sister. Kein Bündnis währt ewig. Okay, sie ist aber ja jetzt Eleanor. Gut, ich werde sie aber nicht anschießen, also das kannst du vergessen. Das. So. Okay, Leute, also es ist noch nicht. Mutter. Schick, Vater mag dich. Jetzt bist du dran. Subject Delta, ich weiß, du kannst mich hören. Mhm. Du hast mein Lebenswerk zerstört und mir meine einzige Tochter geraubt. Aber Rapture ist die Heimat von Monstern. Mhm. An der Oberfläche will man uns nicht haben. Heute Nacht werden wir als Familie begraben. Mhm. Seite an Seite. Auf sicher nicht. Also ich sehe das nicht. Oh Gott, sie will das Gebäude in den Graben stürzen lassen. Da geht's Meilen nach unten. Wir müssen Sinclair finden. Oh, bleib weg von meinem Vater. Der gehört mir. Oh. Fix und fertig, Vater. Ist das seltsam, dass ich das cool und gleichzeitig attraktiv finde? One with here. Okay. Cool. Also, habe ich jetzt nicht mit gerechnet. Wie gesagt, im letzten Part dachte ich, okay,
Wir sind kurz vor Finale und deswegen dachte ich, okay, mache ich jetzt letzte Folge aufnehmen quasi. Aber jetzt freue ich mich sogar, dass es noch weitergeht. Erst recht wegen diesen ganzen Highlights, die gerade entstanden sind. Alter. Okay. Okay, okay, okay. Nach oben, Vater! Schnell! Achso, vielleicht sollte ich auch mal speichern. Das ist Sinclairs Rettungs-U-Boot, Vater. Da, vor dem Fenster. Es ist unsere einzige Chance zu entkommen. Wie ich Sinclair kenne, würde er es nicht einfach aufgeben. Mhm. Ja, Delta. Was ist mit Sinclair? Der Mann, der das Paradies verkaufen wollte. Wo ist er jetzt? Achtung! Schließung aus Sicherheitsgründen. Alle Zellen und Schotten werden bis auf Weiteres geschlossen. Diese Einrichtung hängt über einem ozeanischen Graben, Delta. Die Brüder und Schwestern haben Sprengladungen mit Zeitzündern an den Fundamenten angebracht. Ergib dich, bevor sie detonieren. Sonst werden wir alle in dem Abgrund unter uns zermalmt. Mutter hat ganz Persephone abgeriegelt, auch die Gangway zum Rettungs-U-Boot. Wir können die Schließung aus dem Gefängnistrakt heraus aufheben, wenn wir uns beeilen. Komm! Benutze das Plasmid, wenn du mich brauchst, Vater. Ich muss mich umsehen. Scheibenleiser, konnte nicht mehr speichern, Leute. Wollt gerade drücken, aber in dem Augenblick ist das Spiel schon weg gewesen. Ich glaube, das war auch ein bisschen zu viel mittlerweile fürs Spiel. Wir haben immerhin jetzt 2 Stunden am Stück aufgenommen. Ich will mal ganz kurz gucken. Ja, selbst Steam spinnt gerade ein bisschen herum. Ich glaube, ich würde sagen, wir sehen und hören uns einfach gleich wieder. BZW in der zweiten Hälfte, die ich dann morgen aufnehme. Also wenn ich ein bisschen verwirrt bin, nicht mehr ganz bei Peilung, tut mir natürlich leid. Auf jeden Fall werde ich auch noch in dem Multiplayer in Anführungszeichen reinschnuppern und mal gucken, wie das so ist, was das so ist. Und ja, wir haben allein jetzt... 3, 4, 5, 6, 7. 9 Errungenschaften haben wir heute gesammelt. 9 verdammte Errungenschaften. Das müsst ihr euch mal geben. Gut, lange Rede, kurzer Sinn. Ich würde sagen, wir sehen uns in der zweiten Hälfte des Parts wieder. Und von daher, bis gleich. Ja, und da machen wir dann mal weiter, weil wir letzten Mal stehen geblieben sind. So, ich soll das Plasmid verwenden, wenn ich die brauche. Wow. Was ist das, Vater? Bringst du ihnen was über Feuer bei? Wer ist jetzt dran? Okay, das ging schnell. Ich will mal gucken, da ich so schnell wie möglich vor allen Dingen 1. Dies ist ein Notfall. Wo gehst du hin? Subject du Delta weißt doch, ist dass entkommen. Ich dich hin unter Wasser erklären könnte. Alle Alarm haben sie gegen ihr eigenes Volk gewandt. Steht fest und kämpft. Oder die Familie Raptures wird gemeinsam fallen. Okay. Irgendwo liegt hier noch einer herum, bin ich der Meinung. Aber hey, das ist jetzt nicht so wichtig. Ah, da drüben. So, Upgrade. Gesundheitsupgrade, Eve-Upgrade können wir nochmal uns gönnen. Finde ich ja prima. Und so, 120. Ja, Winterblast. In die Bank natürlich. Und Köder.
Alle Plasmide. Okay. Kommt auch in die Gendatenbank. Aber jetzt fehlt noch ein bisschen was. Warum bloß? Okay, bevor wir nach da gehen, wo wir hin sollen. Ihr kennt mich. Gehe ich erstmal dahin, wo ich noch nicht hin soll. Wo ich nicht hin kann. Okay. Okay. Ah, okay. Wir müssen dich aus Rapture rausschaffen, Vater. Nur so kann ich dich noch retten. Geht gleich weiter. Ich will hier natürlich, wie gesagt, alles mitnehmen, was geht. So. Oh. Sieht aus, als wäre Sinclair abgesägt worden. Diesmal war er nicht gerissen genug, sich im Amt zu halten. Aber wenigstens hat man ihn nicht gleich erschossen. Lamp hat bewiesen, dass sie das Ohr der breiten Bevölkerung hier unten hat. Es wird also schlau sein, eine Weile mitzuspielen, zu sehen, was sie macht. Sie sagt, sie lässt mir mein Pöstchen hier im Gefängnistrakt, solange ich sie mit Testpersonen für ihre Therapieexperimente versorge. Kein Problem. Ein paar Rehabilitationsmaßnahmen tun den Dreckskerlen hier nur gut. Gut, gut. Ich gucke natürlich noch weiter, ob ich noch mehr finde. Das ist die Genbank. Starte Aufnahmesequenz. Erkennst du Sinclair nicht, Delta? Er ist jetzt, was du hättest sein sollen. Ein letztes Modell der Alpha-Serie, bereit für die Familie zu sterben. Als früherer Eigentümer von Persephone ist er der ideale Mann, um dich wieder in den Käfig zu stecken. Mutter hat Sinclair unter ihrer Kontrolle, Vater. Und er hat den Masterschlüssel. Schnapp ihn dir! Junge, Doc Lamb sitzt in meinem Kopf. Ich komme nicht dagegen an. Es fällt mir schwer, auch nur zu sprechen. Sie hat mir meine verdammte Zunge gelassen, um mir die Codes für die Bomben auszuleiern. Ich soll verhindern, dass du abhaust. Tut mir leid. Oh, warte, ist das jetzt eine Sache auf Zeit? Dann kriege ich die Krise hier. Hier unten herrscht tiefste Verzweiflung. Wir sind völlig von der Außenwelt isoliert, hängen über einem Abgrund, ohne Hoffnung, jemals freizukommen. Und was wirft man uns vor? Ist in Ryans großartigem Rapture kein Platz für abweichende Meinungen? Ich hoffe, dieser ganze Laden hier fliegt ihm irgendwann um die Ohren. So, jetzt noch die Sachen hier durchsuchen. Gut. Da war eine Kamera sogar. Das habe ich gar nicht realisiert, Leute. So, da brauche ich mal wieder das
abfackeln. Der gehört mir. Haltet ihn fest, Jungs. Wow. Huch. Das ist nicht gut. Hitz und Fügel, Vater. Wer ist jetzt dran? Jeden, den du siehst. Würde ich mal behaupten. Okay, wir durchsuchen alles. Ich krieg so viel, ne? Das ist furchtbar. Aha. Eleanor, ich weiß, du kannst mich hören. Ich bin jetzt in Sinclairs U-Boot. Delta kann mich hier nicht erreichen, du schon. Du musst nicht mit ihm sterben. Wir kehren gemeinsam zur Oberfläche zurück. Du brauchst nur einzusteigen und deine Pflichten zu akzeptieren. Denk daran, Eleanor. Mami liebt dich. Ah ja, Mutter testet mich. Ein letztes Spiel. Zum Glück bin ich mittlerweile eine absolute Expertin darin, ihre Regeln zu brechen. Ich habe meine Wahl getroffen, Vater. Und wenn es sein muss, werde ich dafür sterben. Okay. Ich lasse mir doch ein bisschen Zeit. Sollte aber mal zwischendurch speichern. Falls es wieder zu Problemen kommen sollte. Die ich mir mal nicht hoffe, dass sie kommen. Und da kam ich, hier muss ich hin. Junge, es tut mir leid. Ich hab dich hier drin eingesperrt. Lam lässt mich nach ihrer verdammten Pfeife tanzen. Ich kann nicht anders. Du musst hier rein und musst mich erledigen. Wäre schöner, wenn es eine andere Lösung gäbe. Aber lieber sterbe ich als Mensch, als so weiterzuleben. Ich würde dir den Code für dieses Tastenfeld ja verraten, wenn ich könnte. Es ist, als hätte Lam Mauern in meinem Kopf hochgezogen. Aber die Gefangenen hier kennen die Kombination vielleicht. Sieh in den Zellen nach. Und bitte beeil dich. Es macht einen fertig, dauernd so zu singen, noch dazu ohne Erlaubnis. Und ich vergesse langsam den Text. Oh Gott, er hat recht, Vater. Mutter setzt darauf, dass du hier stirbst. Oder dass ich dich im Stich lasse, bevor die Bomben hochgehen. Wir können Sinclair nicht mehr retten. Wir brauchen den Schlüssel von ihm. Finde den Code zum Wachturm oder denk dir was aus, wie du ihn da rauslocken kannst. Du bist im Tunnel. So müsstest du irgendwie an mich rankommen. Hoffe ich jedenfalls. Die habe ich gehackt. Erfolgreich. So, da ist nochmal ein Waffenupgrade. Sinclair verändert seinen Standort, Vater. Finde ihn. Wir brauchen diesen Schlüssel. Komm zurück. Du musst es zu Ende bringen. Lang scheint sich überhaupt nicht mehr für meine Gefangenen, sondern nur noch für ihre Tochter zu interessieren. Ich habe hier Typen, die schreien nach der nächsten Adam-Spritze. Und ich muss einen Kopfstand machen, um der Frau Doktor was davon aus dem Kreuz zu leiern. Ich kann von Glück sagen, dass die Gefangenen durch ihre Behandlung so geschwächt sind, dass sie den Turm nicht stürmen können. Die würden mich sonst glatt in Stücke reißen. Ich glaube, ja komm, die Nieten sind mir jetzt irgendwie auch relevant. Gut, weiter. Was? Okay. Hä?
Ich versuche nur, mich von meinen Schwestern fernzuhalten. Wer ist jetzt dran? Eine Million Stiche! Ich habe heute einen kurzen Blick erhascht, wie der Direktor den Code zum Turm eingegeben hat. Die letzten zwei Ziffern waren 7 und 3. Den Rest habe ich nicht mitgekriegt. Vielleicht kriege ich es durch Versuch und Irrtum raus. Schätze, das kann dauern. Wow. Vater, ich fürchte, die Schließung aufzuheben bedeutet auch, dass alle Gefangenen freikommen. Bitte richte dich darauf ein, bevor du den Schlüssel an dem Hauptschalter benutzt. Ja, das hatte ich auch vor. Das kam jetzt nur ziemlich überraschend mit dem Herrn, der mich gerade attackiert hat. Elementarschwarm. Lass die Tag nicht durch Feuer ruinieren. Mit dem Elementarschwarm kann Tonikum erhältst du immer eine kleine Bonus, wenn dein Gegner die Elementar einsetzt. Die Elemente einsetzt. So, wird auch erstmal eingelagert. Fix und fertig, Vater. Wer ist jetzt dran? Lass mich doch mal durch hier. Gottes Willen. Achso, ich kann ja gar nichts mehr aufheben. Stimmt ja. Reflex. Ich guck noch mal ganz kurz. Jetzt ist zwar offen, aber okay, es hat sich einfach so geöffnet dann dementsprechend. Finde ich auch mal interessant. Gut. Sicherheitsalarm deaktiviert. Schließung aufgehoben. Sicherheitsbüro wird vorübergehend abgeriegelt. Sinclair starb als Held der Familie Raptures Delta. War er ein Freund für dich oder nur ein Werkzeug? Begreifst du überhaupt den Unterschied? Und Eleanor, du hast dich für Subject Delta entschieden und gegen deine Mutter. Gegen dein Volk.
gegen die Verpflichtung, die in deiner Geburt lag. Wie du willst. Du glaubst, dieses Schiff wird Delta in Sicherheit bringen. Du bist wie ein verzogenes Kind mit einem neuen Spielzeug. Ich habe keine andere Wahl, als es dir wegzunehmen. Schließung aufgehoben. Alle Zellenblöcke entriegelt. Alle Schotten offen. Oh nein. Mutter ist auf das Rettungsboot aufmerksam geworden, Vater. Wir müssen dorthin. Schnell! Jeder Augenblick reist Eleanor weiter von mir fort, Delta. Bald wird diese Vaterbesessenheit ihr Ende bedeuten. Mir bleibt nichts mehr. Bevor du stirbst, werde ich dir alles nehmen, was dir lieb und teuer ist. Sinclair ist nur eine weitere Leiche, die deinen Weg pflastert. Vater, benutzt das Plasmid. Ich kann dir helfen. Ach Gott, war schon richtig. Das hatte ich befürchtet. Sie hat die Ballastkompressoren gesprengt, Vater. Jetzt sind wir zu schwer für einen Start. Außer? Lass mich nachdenken. Ich denke, ich kann das Wasser verdampfen, damit das U-Boot aufsteigen kann. Aber so viel Hitze kann ich nicht allein generieren. Wir sollten uns von den restlichen Little Sisters helfen lassen. Wir nehmen sie mit. Schnell zu den Kinderstationen. Okay. Du hast ein Mehrfachziel. Drücke hm, um reitet. Oh Gott. Egal, ich ahne schon, wo ich hin muss. Ich lasse nicht zu, dass er mir noch einmal meinen Vater nimmt. Halt durch! Ja, ist das hier Shining oder was ist das? Kurzer kleiner Funfact für diesen Ball, warum ich das gerade gesagt habe. Dies ist keine Predigt. Ich werde euch keine Offenbarung anbieten. Alles, was ich euch sage, wisst ihr bereits. Mutters Leute fangen an, die Sprengladungen zu zünden. Uns bleibt nicht mehr viel Zeit. Wir sind fast bei der Kinderstation. Ich schätze, wir werden uns den Weg freikämpfen müssen. Ich bin nicht der... Wenn du fertig bist, gib mir ein Signal. Drück den Rufknopf an dem Fenster dort. Dann gehe ich weiter. Sag euch, du kriegst das Zeichen.
Sünder! Führe meine Hand! Ich hasse Bienen! Es ist noch nicht sicher anzufangen. Wir müssen erst die Splicer loswerden. Ich wecke die Kinder auf. Sie sind kräftiger, als sie denken. Mit ihrer Hilfe sollte ich das Wasser verdampfen können, damit wir alle hier wegkommen. Nur weiter, Vater. Ich befreie sie, so schnell ich kann. So, wie du es mir gezeigt hast. Du rettest sie nicht, Delta. Egal, wie rein deine Absichten auch sein mögen. Die Erdoberfläche ist nicht das Paradies, sondern das Verderben. Es ist mir lieber, sie ertrinken. Mein Vater war Arzt. Er hat mich nicht dazu erzogen, ihn nachzuahmen, sondern dazu, die Welt so zu formen, wie sie sein sollte. Ich sollte ein einfaches moralisches Kalkül lehren. Jede Wahl so zu treffen, als müsse die Welt sie Folgen tragen. Jedes Leben und jeder Tod für das Allgemeine. Er nannte das die imperative Selektion und lachte dabei. Nichts. Doch das Wort bedeutet sowohl guter Ort als auch kein Ort. Ein Ideal also, unerreichbar. Schon bei der Namensgebung weigern wir uns daran zu glauben. Und doch werden wir für immer auf dieses Utopia hinarbeiten. Ständig dazu getrieben, mehr zu wollen. Egal wie viel wir schon haben. Es ist mit die größte Ironie der Menschheit, dass uns genau das Streben nach Utopia davon abgehalten hat, dorthin zu gelangen. Ich werde gefühllos nicht los, da ich hier noch irgendwo die Zahlen finde für diese Tür und auch muss.
Belohnung! Allzu rosig sieht es hier unten für Lambs kleines Kollektiv nicht aus. Egal, wie viel Einfluss sie auf die Häftlinge hat. Sie verheizt immer mehr von ihren Leuten für Ryans Big Daddy-Programm, um den Rest ihrer Schäfchen am Leben zu halten. Ich glaube, sie verzweifelt langsam. Ich sollte Weir veranlassen, dass er an allen wichtigen Verbindungen die Wachen verdoppelt. Messias. Muss ich Sie daran erinnern, Sinclair, dass Lärm jetzt Ihr Problem ist? Sie ist nicht länger eine Bürgerin Raptures. Das war die Bedingung. Sie wollten Ihr Fachwissen und jetzt haben Sie es. Ryan Industries ist Ihr Kunde und wir verlangen Testkandidaten aus Ihren Chargen. Die Protektoren sind kurzlebig. Lärm wollte doch Messias spielen. Richtig? Na dann. Verkaufen Sie ihr ein Opfer, um die Herde zu retten. Bis jetzt noch keinen, Türschlosscode gefunden in der Hinsicht. Immerhin den ich brauche, gerade gekriegt. War aber anscheinend nicht wichtig hier der Bereich. Gut, somit gehe ich weiter zurück. Da bin ich gerade gegen das Mikro gehauen mit der Hand. Ich muss gucken, da ich irgendwo was finde. Oder irgendwas Auffälliges. Ich speichere mal inzwischen wieder. Wäre doch jetzt wieder einigermaßen weit gekommen. Und ja, ich würde sagen, wir machen ganz kurz hier mal einen kurzen Folgenumbruch. Von daher würde ich sagen, sehen und hören wir uns im nächsten Part wieder. Entschuldigung, dass der Part jetzt so lang geworden ist. Aber hey. Von daher, bis zum nächsten Mal. Haut rein. Habt eine schöne Woche. Habt schöne Tage. Ich bin raus. Euer Stars. Haut rein. Und ciao.